Servus Freunde und Zuseherinnen und Zuseher. Heute stelle ich euch die Geburtsstadt von meinem Bruder vor, Schweinfurt. Ja. Und da fangen wir gleich mal gut an. Da sind wir an der Gudermann-Promenade in Schweinfurt. Ja. Das heißt, am Main, da hinten ist die Maxbrücke. Ja. Oder wie Schweinfurt bei uns, in Schweinfurt genannt wird. Auch Schweinfurt, ne? Und das ist der Mäh. Der Main, da drüben ist das Konferenzzentrum in Schweinfurt. Ja. Da gibt es ja die komischen Schlauchboote, ne? Ja. Das ist so ein alter Kran. Ja, und hier gibt es auch eine Besonderheit: das kleine Industriemuseum. Ja, das ist eine Besonderheit in Schweinfurt. Und ja, das ist. Ja. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja. Hier sind wir am Denkmal. Ja. Errichtet, also die Maxbrücke. Da hinten ist die Kramerbrücke. Ja, und jetzt ich will euch nochmal Schweinfurt zeigen von einer ganz besonderen Art. Ja. Oder besser gesagt, ja, die ganz besondere Art, die haben wir ja schon angefangen. Ne? Das da neben mir ist das Museum Georg Schäfer. Ja, das hat ein paar Eingänge, das ist glaube ich wieder der Ausgang. Da sind wir jetzt beim historischen Rathaus in Schweinfurt. Ja, auf den Marktplatz. Ja. Dahinter ist das eben mal McDonald's, da ist jetzt auch so ein Kaffee drin. Da drüben ist die Stadtapotheke. Ja.
Wolken über Schweinfurt. Ja, das ist ein Bauernmarkt, ne? Ja, das ist die St. Johanneskirche in Schweinfurt. Martin-Luther-Platz. Ja, das war die evangelische Kirche St. Johannes in Schweinfurt. So, meine Freunde und Zuseherinnen und Zuseher, hier kommt das Zeughaus. Bücherbox ist das, ne? Kann man so Bücher abgeben und andere tun die lesen. Und da unten ist der Großmarkt.
ist das Zoohaus. Ja, viele werden das vielleicht noch kennen. Da wo wir das Schwein von der Dachplatte drin. Mein Post. Ja, wir waren gerade beim Zoohaus und jetzt sind wir beim Schotterpark. Da ist noch die alte Stadtmauer. Und da sind wir. Da hinten ist das Theater. Ja, hier sind wir beim Ernst Sachs Bad in Schweinfurt. Das ist wohl sehr cool, wo es seit Jahren eine Kunsthalle ist. Ah, die Lücken ist dazu. Das da hinten, hinter der Galerie Kaufhof, ist die Heiliggeistkirche, katholische Kirche aber. Und hier sind wir am, am Amtsgericht Schweinfurt. Genau, und hier ist das Landratsamt von Schweinfurt, vom Landkreis Schweinfurt. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's. Eschenbach Andreas aus Schweinfurt.